Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Astrid Gabler und im Namen der Vogelschen Stiftung begrüße ich Sie hier ganz herzlich hier in der Fürst Vogler Privatbank in der Maximilianstraße in Augsburg. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und begrüßen Sie mit mir zunächst den Hausherrn Alexander Graf Fugger Babenhausen, der hier ist und mitgebracht hat er sozusagen seine Konsenioren aus dem Vogelschen Familienseniorat und Sie haben wiederum Ihre Schwester mitgebracht, die Theresia Gräfin Fugger von Glött hat Katharina Ballestrim Fugger mitgebracht. Begrüßen Sie ganz herzlich das Hause Fugger. Das Familienseniorat macht dieses Format erst möglich. Und vielen Dank für diesen Mut und sich den oft nicht ganz einfachen Themen zu stellen und immer wieder sich auch neuen Dingen zu öffnen. Die hohe Resonanz auf dieses Thema, wir waren nach einer knappen Woche ausverkauft, hat uns wirklich überrascht. Wir haben wirklich gedacht, wir platzen heute aus allen Nähten, es geht jetzt einigermaßen auf. Wahrscheinlich war es der Wind, der Regen, der so ein Paar doch zu Hause hat bleiben lassen. Wir hatten schon Sorge, dass wir im Nebenraum eine Live-Übertragung starten müssen. Das wäre ein Novum gewesen. Aber wir sehen, dass ein Thema, was eigentlich 500 Jahre alt ist, doch noch immer hochaktuell und doch irgendwie interessant ist und jeden dann doch irgendwie bewegt. Schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank. Normalerweise an dieser Stelle gehe ich jetzt von der Bühne und begrüße den Moderator, den allseits beliebten Moderator Horst Thieme, bitte ihn auf die Bühne und doch momentan ist er noch in den USA. Er ist in Boston. Er hat es berufsbedingt nicht geschafft, heute rechtzeitig zurückzukommen. Daher werde ich sozusagen heute an dieser Stelle durch den Abend führen. Und wir grüßen ihn ganz herzlich, denn ich bin mir sicher, er sitzt irgendwo am Flughafen in Boston und schaut uns via Facebook zu. Denn hiermit begrüße ich auch die Zuschauer auf YouTube und Facebook, wo wir live übertragen. Also insofern grüßen wir ihn von hier aus nach Boston an den Flughafen in die USA. Wir freuen uns, wenn er dann beim nächsten Mal wieder durch den Abend führt. Aber nun zu dem heutigen Abend. Heuer haben wir das 500. Todesjahr von Maximilian I. Und dieses Maximilianjahr wird von New York bis Wien und eben auch hier in Augsburg gefeiert. Und deswegen haben sich die Fuggerschen Stiftungen gesagt, wir wollen dieses besondere Verhältnis zwischen Maximilian I. und Jakob Fugger dem Reichen, Maximilian wurde ja beiläufig auch als Bürgermeister von Augsburg genannt, wollen wir etwas näher beleuchten. Und deswegen haben wir gemerkt, dieses Thema heute Abend, treffen sich Kaiser und Kaufmann, Macht und Geld, eine unheilige Allianz, dass es ein Titel ist und ein Thema, das eine gewisse Brisanz birgt. Denn spätestens seit den 80er Jahren gilt Jakob Fugger als derjenige, der sich einen Kaiser kaufte. Und seit einigen Jahren gilt Jakob Fugger auch als derjenige, der reichste Mann der Weltgeschichte gilt. Aber das sind Buchtitel, die den Verkauf eines Buches ankurbeln sollen. Doch was ist wahr daran? Wie waren sie beide wirklich? Wie war ihr Verhältnis? Was trieb sie an? Das wollen wir heute Abend hier bei der Exzellenzdebatte besprechen, diskutieren und beleuchten. Denn über Macht und Moral wird aktuell leidenschaftlich sehr diskutiert. Es ist eine gesellschaftliche Debatte geworden. Und wir werden nun zunächst uns den historischen Figuren nähern, dann die historischen Hintergründe beleuchten und schließlich dieser zentralen Frage nachgehen, ist Geld und Macht eine unheilige Allianz? Und wir werden sowohl in einer Debatte das Ganze dem Ganzen näher kommen, als auch in verschiedenen Filmeinspielern oder auch in Szenen, die vielleicht so hätten stattfinden können. Und nun bitten Sie mit mir, denn eine Exzellenzdebatte kann nicht ohne Experten stattfinden, bitten Sie mit mir auf die Bühne Herrn Dr. Manfred Holleger, Maximilian-Experte aus Graz, der extra hierher gekommen ist, und Professor Dietmar Schiersner, der wissenschaftliche Leiter vom Fugger-Archiv. Reicht nicht. Bitte. Wir dürfen uns nun auch setzen und würden gerne erstmal anfangen, Herr Dr. Holleger. Wir kennen Sie nicht, man kennt Sie hier nicht in Augsburg, der ein oder andere vielleicht schon, aber nicht jeder.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herrscher und Mensch einer Zeitenwende. Was hat Sie persönlich an Maximilian so fasziniert? Vielleicht ganz kurz. Ja, er ist also bei aller Kritik, die möchte ich vorausschicken, also ich bin kein, der ist nicht mein Held, aber er ist eine faszinierende Gestalt und ein faszinierender Herrscher zweifelsohne an einer wichtigen Phase in Europa, nämlich der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Das ist eine sehr spannende Zeit. Eigentlich komme ich von meinen Studieninteressen aus der Zeitgeschichte, aber Wiesflecker, mein Lehrer, Doktorvater, langjähriger Chef, hat mich in einem Seminar wirklich fasziniert. Und da dachte ich, da haben wir aber mehr Quellen als in der Zeitgeschichte. Und so bin ich zu Maximilian gekommen, mit dem ich mich jetzt seit 40 Jahren beschäftige. Herr Professor Schiersner, Sie sind wissenschaftlicher Leiter des Fugger-Archivs. Über wen ist denn jetzt eigentlich mehr bekannt und auch mehr geforscht worden? Jakob Fugger oder Maximilian dem Ersten? Wenn man die Publikationen vergleicht, die 4 oder 5 Bände von Wiesflecker, denen stehen immerhin auch 2 außerordentlich gewichtige von Pöllnitz gegenüber. Aber ich denke, dass es letztlich doch Maximilian ist, der auch eine größere Vielfalt an Quellen hinterlassen hat, einen größeren Aktionsradius hatte. Aber vielleicht ist es gerade interessant, die Verflechtung zwischen den beiden in den Blick zu nehmen, den in der Öffentlichkeit noch sehr viel mehr stehenden Maximilian und den hinter ihm agierenden Jakob Fugger. Schauen wir, wir wären nicht das Fugger-Forum, wenn wir nicht etwas vorbereitet hätten. Schauen wir uns doch erstmal überhaupt an, wie die beiden zusammenkamen und danach, wie eventuell eine mögliche Szene ausgesehen hatte. Maximilian I. gilt als der letzte Ritter seiner Zeit. Privat lebte er eher bescheiden. Seine politischen Aufgaben und Ambitionen hingegen verschlangen ungeheuer viel Geld. Schon das Erbe Burgunds, das ihm die Ehe mit Maria von Burgund bescherte, musste in einem jahrelangen Krieg gegen die Widerstände Frankreichs und der Städte Flanderns und Brabants gesichert werden. Noch zu Lebzeiten seines Vaters, Kaiser Friedrichs III., wurde Maximilian I. 1486 durch die deutschen Kurfürsten zum römischen König gewählt. Das erweiterte nicht nur Maximilians Machtbereich, sondern begründete auch die Aussicht auf das Kaisertum und den Anspruch auf universale Macht für das Haus Habsburg. Von Anfang an betrieb er eine Politik auf Pump, verpfändete seine Herrschaften, ließ sich die zu erwartenden Einnahmen vorfinanzieren und ließ sich Geld von reichen Kaufleuten, den Bankhäusern seiner Zeit. Denn weder bei seiner Kriegspolitik noch bei den zahlreichen und oft gigantischen Projekten herrscherlicher Selbstdarstellung nahm Maximilian Rücksicht auf seine eigenen finanziellen Möglichkeiten. Dass dabei gerade Jakob Fugger und vor ihm auch seine älteren Brüder Ulrich und Georg immer stärker ins Geschäft mit Maximilian kamen, hatte seine Gründe. Denn die epochale Beziehung zwischen den beiden Gleichaltrigen, Maximilian von Habsburg als Reichsoberhaupt und dem Augsburger Jakob Fugger als Haupt des erfolgreichsten Handels- und Finanzunternehmens im Reich, besaß eine Vorgeschichte. Schon Maximilians Vater, Kaiser Friedrich III., hatte die Fugger anlässlich des Augsburger Reichstags im Jahr 1473 mit der notwendigen repräsentativen Kleidung ausgeholfen. Die damit wohl verbundene Verleihung des Lilienwappens durch die Majestät hielt die Familie im Ehrenbuch der Fugger stolz fest. Dem ebenfalls finanziell klammen Sigmund von Tirol, einem Vetter von Maximilian I., liehen die Fugger seit den 1480er Jahren regelmäßig Geld. Waren es 1485 noch bescheidene 3000 Gulden, betrug das Darlehen 3 Jahre später sage und schreibe 150.000, 1 Jahr später nochmals 122.000 Gulden. Nachdem die Landstände den völlig überschuldeten Sigmund abgesetzt hatten und Maximilian 1490 dessen Nachfolge antrat, blieben die Darlehensbeziehungen jedoch bestehen und der Umfang der Zahlungen durch die Fugger stellte alle anderen Kreditgeber, wie die Augsburger Handelsgesellschaften Heerwart, Welser oder Höchstädter,
deutlich in den Schatten. So erwies sich die bereits mit Siegmund vereinbarte Art der Darlehensrückzahlung an die Fuggersche Handelsgesellschaft in Form von Tiroler Silber aus dem Schwarzer Revier am Falkenstein als enorm gewinnträchtig. Es machte die Fugger als Gläubiger von der Zahlungsfähigkeit des Schuldners unabhängig. Über Jahre hinaus blieben die Erträge der Tiroler Silberminen und später auch der Kupferminen an die Fugger verpfändet bzw. verpachtet. Maximilian I. konzentrierte sich viel stärker als andere Herrscher auf einzelne Kreditgeber, allen voran auf Jakob Fugger. Dies lag vielleicht am Stil des Kaisers. Denn es ist überliefert, dass sein Umgang mit Menschen aller Stände nicht majestätisch distanziert war, sondern die persönliche Ebene, also die Beziehung von Mann zu Mann, im Mittelpunkt stand. Das galt sowohl für die Politik als auch für die finanziellen Angelegenheiten. Wir haben alle Tag gejagt, von Herzen gern. Es sei Wildbret, Schwein oder Bären. Und durch viele Gefahren führt uns das Jagen oft, auch in Tirol, im Gebirg, wo man sich zwischen Himmel und Erde bewegt, ohne das Erdreich zu berühren. In einem Jahr, lieber Fugger, haben wir 32 Hirsche, 41 Gämsen und 300 Enten erlegt. Gämsen werdet ihr in Augsburg freilich nicht finden, Euer Majestät. Aber was erzähle ich da? Das wisst ihr selbst. Seid ihr doch so oft in unserer Stadt, dass man euch auf der Gasse schon den Bürgermeister von Augsburg nennt. Und als solcher weiß ich, wo es ein gutes Jagen gibt. Ein Hirsch. Und zwei Hasen wurden heute wieder von unserer Hand erlegt. Ein Weidmann wie ihr kann sicher noch mehr erzählen. Doch wolltet ihr nicht über ein Geschäft mit mir handeln? Ihr seid wahrlich ein Kaufmann durch und durch, der weder bei Tag noch bei Nacht von seinen Geschäften lassen kann. Nur bei Tag. Wenn ich mich zum Schlafen begebe, lege ich mit meinem Hemd alle Sorge und Anfechtung des Handels von mir. Aber wir wollen in der Tat mit euch handeln. Ihr sollt uns Kupfer liefern. Wir und unser erbliches Fürstentum, Land und Leute vom Haus Österreich liegen bekanntlich schon lange Zeit her mit Krieg gegen unsere widerwärtigen Widersacher beladen und benötigen eine stattliche Menge Kupfer für unsere Gießerei und Artillerei. Ich kann euch freilich Kupfer liefern. Den Zentner zum üblichen Preis, wie er vereinbart ist. Zum gewöhnlichen Preis. Aber bedenkt doch, wir haben das Kupfer aus den harten Felsen. Und es gehört uns. Ihr habt es von uns erhalten. Und nun sollen wir... Nun sollen wir eurer Meinung nach das Kupfer wie ein Fremder bezahlen, als gehört uns das Kupfer nicht. Im jüngsten Kupfervertrag, den ihr mit uns geschlossen habt, steht es so. Ihr habt mir und meinen Brüdern alles und jedes Kupfer, das in den nächsten Jahren gemacht wird, gegen eine bestimmte Summe Gelds überlassen. Ohne weitere Kosten, Schaden und Abgang für mich und meine Brüder. Von unserem Hauskammeramt in Innsbruck bis zu unserem Zeughaus mit den Geschützen sind vielleicht 30 Schritte. So hättet ihr, Fugger, in den 30 Schritten unterwegs einen Gewinn, wie wenn ihr das Kupfer nach Venedig geliefert hättet. Im Vertrag steht es klar und unzweifelhaft geschrieben. Aber unserem guten Geschütz wäre es ein Schaden und Unehre. Unehre? Majestät, sollten nicht gerade jetzt die Gesellschaften der Kaufleute mehr als zuvor geschätzt werden? Doch, wenn man sich umsehen will,
zu welchem Vermögen der Kaufmannshandel viele Länder und Leute bringt, so muss der redliche Handelsmann nicht allein wert, lieb und schön gehalten sein. Er sollte mit bequemen Privilegien und Freiheiten versehen sein, wie es in vielen Ländern bereits geschieht. Es ist nicht ein unachtbares, sondern dem Reich ein köstliches Kleinod, dass solche Gesellschaften im Reich sind. Ja, Herr Professor Schiersner, Herr Dr. Holleger, wir wissen nicht, ob sich eine Szene so wirklich abgespielt hat, aber es ist mal ein hypothetischer Ansatz. Welche Persönlichkeit hatte Maximilian der Erste? War er ein Abenteurer? Er war ein Abenteurer, freilich ganz im Gegensatz zu seinem Vater. Das hat auch in der Zeit der Doppelregierung, also eine Zeit lang von 86 bis 93, haben sie ja gemeinsam regiert. Und da sieht man aus den Quellen, wie wenig der Vater mit diesem Abenteurer Maximilian umgehen kann. Friedrich III. War ein nüchterner Rechner. Der hat seine Mittel gesehen und hat seine Politik danach ausgerichtet. Das hat den Maximilian nie interessiert. Denn hätte er das gemacht, das muss man ja sagen, dann hätte er wie der Vater, würde er vielleicht heute als Erzschlafmütze des Reiches oder so ähnlich tituliert sein. Das war ja das, was man Friedrich vorgeworfen hat. Maximilian hat sich sehr modern verhalten und burgundisch. Sie wissen, dieses berühmte burgundische Flammensymbol, der Feuerstein und das Feuereisen, zuerst der Schlag, dann sprüht der Funke. Er hat Dinge unternommen, ohne Finanzierung sicherzustellen. Dem Vater hat das gar nicht gepasst. Also dem zwischendurch verboten, den königlichen einköpfigen Reichsadler zu führen, weil er wird mit seinen Unternehmungen Schande übers Reich bringen. Er kann einen Monat Krieg führen, der französische König ein Jahr. Also er war ein Abenteurer. Ein Visionär, wie im Sinne von Helmut Schmidt. Ja? Wer Visionen hat, sollte nicht in die Politik gehen, sondern zum Psychiater. Also gewisse Elemente seines Wesens sind natürlich hochgradig gefährlich, auch politisch, gerade nochmal glimpflich. Ja, auf der anderen Seite, er ist doch sehr modern. Wenn ich beschäftige mich von der Tochter her, die hat Industrial Management studiert, was macht ein moderner Manager? Er riskiert. Er hat auch alles nicht vorhersehbar und genau. Und Maximilian hat immer gleichzeitig viele Feuer im Eisen und das ist sehr modern. Ja. Das ist übrigens auch in der Zeit sehr modern gedacht. Wobei die Maximilian-Erinnerung von ihm selber natürlich auch sehr stark kanalisiert ist, vorbereitet ist und dadurch, dass sein Enkel Karl dann ein entsprechendes Erbe mitbringt und andere Ressourcen aufbauen kann, geht die Sache für die Habsburger dann auch weiter und bleibt auch glimpflich. Ich möchte auf die Bedeutung des Geldes dabei natürlich zu sprechen kommen und die Bedeutung Jakob Fuggers, der an den entscheidenden Weichenstellungen dieser Biografie, auch dieser Machtbiografie von Maximilian, glaube ich, mitgewirkt hat. Das ist schon bei dem Wechsel Sigmunds zu Maximilian eine wichtige Rolle gewesen. Dadurch, dass Jakob Fugger den Kredit nicht mehr zugesagt hat oder verlängert hat, gab es für Sigmund den Vorgänger Sigmund den Münzreichen, Herzog von Tirol, keine Möglichkeit mehr, musste seine Herrschaft abtreten. Und so ist es Maximilian möglich gewesen, ohne großen Einsatz, ohne irgendwelchen Kampf, sich das Wichtigste dieser habsburgischen Herrschaft zu bemächtigen, der Silber- und auch Kupfervorkommen. Ja, auch. Aber war es, wenn ich fragen darf, war es eine Verbindung auf Augenhöhe? War es ein Ringen um Geld und Macht ungleicher oder gleicher? Also ich würde sagen, dass bei die Rolle Jakobs gerade auch für
das Selbstwertgefühl und die Bedeutung des Kaufmannsstandes sehr wichtig war. Während man vorher vielleicht sagen konnte, also es ist Sache des Adels, Schulden zu machen und Sache der Bauern, sie zu bezahlen. Also es ist nicht, es gehört sich nicht unbedingt für Adel, Schulden zu bezahlen. So ist es, denke ich, mit Jakobs Auftreten anders geworden, weil er in bestimmten Situationen seine Leistung als unverzichtbar erwiesen hat und dadurch auch Maximilian nichts anderes übrig blieb, als ihn zu schätzen und zu pflegen und nicht etwa, wie das ja früher auch noch üblich war bei einem Herrscherwechsel, die Schulden einfach nicht zu übernehmen, die Schulden des Vorgängers einfach nicht zu übernehmen. Das hat er bei Maximilian ist bei Maximilian nicht der Fall gewesen. Ich würde sagen, da hat Jakob ganz entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Selbstwertgefühl des Kaufmannsstandes zugenommen hat. Aber ob man von Augenhöhe sprechen möchte? Nein, also das glaube ich nicht. Das aus dem Selbstverständnis Maximilians ist dann natürlich keine Augenhöhe. Das ist ein Kaufmann und ein Kaufmann ist ein Kaufmann und kein... es ist ja auch später so, auch mit der Nobilitierung der Fugger. Für alten Uradel und auch Maximilian, die Habsburger verstehen sich als alter Uradel, ist das Briefadel und nicht Augenhöhe. Wobei zu diesem Tiroler Ding, das ist schon Friedrich III. Und das sind die Tiroler Landstände, es geht um Wittelsbach. Es ist die Frage, welche Rolle die Fugger beim wittelsbachischen Griff nach Tirol und Vorderösterreich gespielt haben. Und das ist der eigentliche Grund, das ist ja von Friedrich III. Im Hintergrund orchestriert, da ist Maximilian nur der Mitläufer. Aber hätte Maximilian die Rückzahlung denn auch verweigern können? Ja. Das passiert ja. Schauen Sie die Fugger vom Reh. Die gehen pleite. Er hat sie verwiesen auf Mecheln. Mecheln hat nicht gezahlt und die Armen gehen pleite. Das ist das, was Jakob schon mal erkannt hat. So darf man mit einem Herrscher keine Geschäfte machen. Ja, man braucht Sicherheiten haben. Ja. So ist es. Ja. Aber da sieht man, was können die tun? Gegen einen Herrscher kannst du nichts tun. Sehr später, für mich schon deutlich, 1523, 24, den berühmten Brief an Karl V., diese Drohung, dann finanziere ich jetzt Frankreich. Wie antworten die? Sagen, ja, probier das. Und die Fugger Jakob, also besonders Jakob Fugger, war in Innsbruck verhasst bei den Räten. Also es waren keine Freunde. Er hatte natürlich das Glück, dass er nicht Bayer war. Nicht? Also das, natürlich, aber die Frage ist, dafür konnte er nichts, ja. Weiter hinter diesen Dingen steht, denn das ist in Tirol ein Trauma. Das ist ein spätmittelalterliches Trauma für Tirol, dass also die Wittelsbacher immer wieder den Griff nach Tirol versuchen. Aber hätte denn Jakob Fugger seinen kaufmännischen Erfolg ohne die Verbindung mit Maximilian so erlebt? Ja, nun, das ist immer sehr schwierig, so kontrafaktische Fragen. Was wäre gewesen, wenn nicht? Ja, aber ich würde es andersrum beantworten. Diese Flexibilität auf die Situation, Maximilian und seine Bedürfnisse, seine spezifischen Herausforderungen einzugehen, die haben für Jakob Fugger mit Sicherheit einen ganz enormen Aufschwung gebracht. Ja. Ob das mit einem anderen Herrscher so möglich gewesen wäre, mit einem, der wie Friedrich, also der Vater Maximilians, gewirtschaftet hat, das eher nicht. Nein, nicht. Aber es ist ja auch eine andere Generation. Maximilian ist ja jetzt nicht nur eine Persönlichkeit eigener Art, sondern es ist auch ein Typus, ein Herrscher, der zu Beginn der frühen Neuzeit mit anderen Vorstellungen heranwächst und andere Vorstellungen treibt, der in andere Kämpfe, Strukturen hineingeworfen ist. Es entwickeln sich die Territorien, es entwickeln sich Staaten, die ausgebaut werden. Das heißt, das ist auch ein Problem der Zeit und nicht nur ein Problem der Person Maximilian, dass in dieser Zeit ein Finanzier wie Jakob Fugger gebraucht wird. Aber war denn Ihr Verhältnis, Ihre Verbindung typisch für die Zeit? Oder war es eher außergewöhnlich?
Nein, sie ist schon typisch für die Zeit. Es ist die Zeit der Renaissance. Sie wissen ja, Kapitalismus wird erfunden in Oberitalien, Lombardei, wir haben ja Lombard, Zins und Giro, die ganzen, und auch in Frankreich. Sie sehen überall das Gleiche, dass diese es geht da, wie das ein Kollege von mir, Heinrich, einmal so schön ausgedrückt hat, um die Neuaustarierung der europäischen Adelshierarchien und um die Hegemoniefrage in Europa. Und dafür braucht man Geld. Und das ist aber überall gleich. Sie haben also ihre Finanziers. Was bei Maximilian anders als bei Friedrich ist. Friedrich ist ein strikter Legitimist. Er hätte sowas nicht getan, dass er also höchstens im Reflex gegen die Stände. Maximilian hat die Fugger und die anderen Gesellschaften immer geschützt gegen diese heftigsten Angriffe von Seiten der österreichischen Stände, der Tiroler Räte teilweise, aber auch der Reichsstände. Wir werden noch darauf kommen, auf die Monopoldebatte. Ja. Nicht? Da hat er das, da gibt es dann so Gutachten vom berühmten Beutinger, Augsburger, nicht? Jurist, Humanist. Diese Gutachten schauen so aus. Bei uns in Österreich hat es einmal einen Politiker gegeben, der hat gesagt, ja, ein Slogan hat es gegeben von der Wirtschaftskammer, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Und so sind die Beutinger schon Gutachten in dieser Monopolfrage. Und Maximilian schützt das. Das macht übrigens auch Karl V., nicht? Er kann es dann 1530 nicht mehr verhindern, aber wer wird denn ausgenommen? Die Fugger, die Welser. Das kann er. Gegen die Zeit. Aber die Zeit ist, der Maximilian ist auch anders wie Friedrich, denn das ist Machiavelli, den kennt der Maximilian natürlich noch nicht, aber er kennt einen anderen, Aeneas Silvius Piccolomini, Pius II. Als Papst. Der hat schon so ein Programm entworfen in seinem Pentalogus. Im Interesse der Macht ist alles erlaubt, List, Betrug etc. etc. Das würde Friedrich nie getan haben. Dann schauen wir uns mal an, wie es um das Reich von Maximilian bestellt wird in einem nächsten Film zum Thema Staatsbildung und Finanzen. Maximilian, lediglich als Verschwender und gigantomanischen Projektschmied zu bezeichnen, greift zu kurz. Zwar war sein Geldbedarf bisweilen auch Folge einer impulsiven Politik, doch sind die Ursachen in grundlegenden Strukturen und Entwicklungen der Zeit in ganz Europa zu suchen. Überall auf dem Kontinent intensivierten sich damals Vorgänge, die als Territorialisierung bezeichnet werden. Zum einen entstanden durch zahllose Kriege nach und nach voneinander territorial, rechtlich und politisch klar separierte Herrschaftsbereiche, also Staaten. Zum anderen kam es zur administrativen Verdichtung dieser Staatswesen in ihrem Inneren. Die Präsenz und Wirksamkeit der Obrigkeit auf allen Ebenen nahm zu. In der Rechtspflege, in der Verwaltung, im Finanzwesen, aber auch in den Bereichen von Religion und Kirche. All dies zusammengenommen kostete ungeheuer viel Geld. Die Könige von England, Spanien oder Frankreich, ebenso wie die Kaiser oder Reichsfürsten als Herrscher über ihre Territorien. Alle suchten sie deshalb nach Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu steigern. Sigmund von Tirol, der Vorgänger von Maximilian, betrieb beispielsweise konsequent und erfolgreich die Erschließung und Ausbeutung der Tiroler Edelmetallvorkommen. Aber während es Maximilian als Landesherrn seiner österreichischen Herzogtümer leichter möglich war, zu einigermaßen regelmäßigen, verlässlichen Einnahmen zu gelangen, war seine Position als Reichsoberhaupt gegenüber den Reichsständen viel schwächer. Eine allgemeine Reichssteuer, der von Maximilian gewünschte gemeine Pfennig, ließ sich nicht realisieren. Stattdessen blieb der Kaiser auf die Beiträge der Reichsstände angewiesen und war immer von deren Zahlungsbereitschaft abhängig. Es fehlte an einer adäquaten Form einer modernen Gesamtstaatsfinanzierung. Alle Reichstage zur Zeit Maximilians, zwei davon 1500 und 1518 in Augsburg, erscheinen wie eine Reihe von zermürbenden Versuchen, die Reichsstände zu Geldzahlungen an das Reichsoberhaupt zu bewegen, die aber entweder rundum verweigert oder verzögert wurden, jedenfalls aber immer viel geringer als bewilligt ausfielen.
Verschiedene Versuche, mit dem gemeinen Pfennig eine allgemeine Besteuerung aller Untertanen zu etablieren, scheiterten. Die Kreditfinanzierung bot sich da als Lösung an. Die oberdeutschen Kaufleute übernahmen zusammen mit italienischen Häusern im 16. Jahrhundert europaweit die Führung. Allen voran die Fugger, die das Geschäft mit Silber, Kupfer und später auch Quecksilber am konsequentesten mit der Kreditbranche verschmolzen. So, nehmt doch eure Schleier ab! Wollt ihr nicht dieser Bitte eures erwählten Kaisers und Bürgermeisters Folge leisten, ihr Damen Augsburgs? Lieber getreuer Fugger, lasst uns anstoßen. So, dann stimmt es also nicht, wenn Papst Julius einst behauptete, ihr werdet nicht mal mit einem Fässchen Wein fertig. Hm? Er kannte euren Neckarwein nicht. Und heute gibt es fürwahr Grund zu feiern. Es wurde Hochzeit gehalten auf diesem Reichstag. Und unser Enkel, König Karl von Spanien, kann nun, da die Kurfürsten gewonnen sind, zum römischen König gewählt werden. Um diese Krone zu erlangen, darf er nicht sparen. Und zur Aufbringung dieser notwendigen Summe Geld habt ihr uns und unserem Haus Österreich wieder einen getreuen und nützlichen Dienst geleistet. Und sollt dies und mögt dies auch in Führo tun. Nun, so bin auch ich der Hoffnung, dass ihr die große Summe an Geld, die ich euch vorgestreckt habe, etlich 100.000 Gulden, rheinisch, mir wieder erlegen werdet. Noch steht mir fast alles unbezahlt aus. Ich bin an barem Geld merklich entblößt und habe schon meine guten Freunde fragen müssen und Schulden machen müssen. Wenn ich keine Bezahlung erlange, muss ich verderben. Und damit wäre eurer kaiserlichen Majestät mehr geschadet als geholfen. Aber auch ihr mögt bedenken, dass wir in Ansehung der langwierigen Kriege, die wir führen mussten, stark beschwert und in unserem Kammergut fast erschöpft sind. Ob nun wieder die Franzosen, denen wir auf die Gurgel steigen, ihnen die Flügel stutzen und den Schädel einschlagen möchten oder wieder andere. Zu solch allem brauchen wir eine merkliche Summe Geld und müssen deshalb allenthalben Finanzen, so viel uns immer möglich ist. Und Fugger, seid ihr nicht für die Vollstreckung einer Summe Gelds, die wir für unsere Romfahrt benötigten, mit unserem Schloss Kirchberg an der Iller, mitsamt unserer ganzen Grafschaft Kirchberg, auch dem Schloss Illerzell und der Herrschaft Wohlenstetten und Pfaffenhofen entlohnt und alsdann von uns gewürdigt und geadelt worden? Auch hätten wir uns, wenn wir uns seinerzeit mit einer merklichen Summe Geldes zum Papsttum verholfen hätten lassen von euch, euch durchaus gewürdigt. Aber auf eure Antwort, werter Herr Fugger, warten wir noch heute. Eine Antwort auf euer Begehren war nicht notwendig. Zwar habt ihr damals eurer Tochter schon als zukünftiger Papst geschrieben und ihr auch versichert, ihr werdet keine nackte Frau mehr berühren, um ein Heiliger werden zu können. Doch Papst Julius war damals dann doch nicht so todkrank, wie man sagte. Und er hat noch fast 2 Jahre gelebt. Fürwahr. Kein Papst hat uns die Treue gehalten, auch Julius nicht. Sie waren alle verfluchte Pfaffen. Menschen, die Prügel verdienten, weil sie der Christenheit das schlechteste Beispiel gaben. Kein Papst wollte uns in Rom zum Kaiser krönen. Doch mit solchen schweren Bürden wird nun bald mein Enkel König Karl beladen sein.
Wir haben lange Zeit dem christlichen Volk und dem Reich gedient und sind nunmehr zu alt und zu müde, als dass wir die Kaiserkrone noch erlangen. Ja, wären die Dinge ohne die Dinge, die Geschicke dieser Zeit ohne diese Männerfreundschaft anders verlaufen? Haben die Zeit geprägt? Ja, sie wäre sicher anders verlaufen, denn das sieht man mit den berühmten Gossenbrotverträgen. Also das wirkt ja weiter, nicht? Fugger mit dem, der ist der Meinung, in Innsbruck herrscht immer noch gossenbrotsneidiger Same. Mit den Gossenbrotverträgen versuchten die Innsbrucker Räte Maximilians, die also keine Freude mit dieser riesigen Verschuldung hatten, das Ganze zu steuern und den König zu binden. Es ist aber mehrmals versucht worden in Innsbruck, er hat das mehrmals abgelehnt und hat es dann immer irgendwie, da ist 1502 dann der Tod Gossenbrots eingetreten, später wieder, indem er ihnen dann erklärt hat, nein, solche Verträge, die mich also finanziell an ein bestimmtes Budget binden, die kann ich mit euch nicht eingehen. Das ist für mich eine Frage der Ehre. Hätte er nicht Fugger gehabt und auch in der späteren Zeit Höchstädter nicht zu vergessen, die ihn finanziert haben. Mit dem Risiko, dass irgendwann nach seinem Tod, das ist ja passiert, das Innsbrucker Regiment und Kammer rät Karl V. ausdrücklich, wir zahlen dem Fugger von seinen Schulden 1524 nichts mehr zurück. Der hat so viel Gewinn gemacht. Das ist unerhört und das ist obszön und der braucht gar nicht kommen und irgendwelche Schuldforderungen aufstellen. Mhm. Dieses Risiko hatten die. Also Maximilian hätte seine Politik ohne Fugger, sicher auch Höchstädter in einem gewissen Maß, nicht machen können. Also er hätte das aus seinen Ländern nicht finanzieren können. Er braucht ja immer Geld. Geld ist der Grund aller Kriegerei, heißt es damals, also die Grundlage. Und da nützt es nichts, wenn langsam Steuern fließen. Also das würde ich auch sagen, das ist der Punkt, ja, weil eben die Steuern nicht fließen. Weil dieses Projekt Gemeiner Pfennig 1495 über zaghafte Ansätze nicht hinauskommt. Es gelingt nicht, eine Besteuerung des gesamten Reiches, jedes Untertanen, Mann wie Frau, ab 15 Jahren zu bewerkstelligen. Einerseits ja, vielleicht weil die praktische Organisation Schwierigkeiten aufwies, aber vor allen Dingen im Grunde am Problem, dass die Landesherrschaften, die Fürstentümer bereits in ihrem Weg zur Territorialisierung weitergegangen sind und das dem Reich im Grunde nicht mehr zugestehen wollen, dass hier die Macht zentraler beim König oder beim Kaiser in der Hand ist. Und deswegen scheitert dieser gemeine Pfennig. Aber interessant ist, als Maximilian 1495 schon ganz hoffnungsfroh ist, diesen gemeinen Pfennig in voller Höhe zu bekommen, da nimmt er dann auch gleich entsprechend Kredite daraufhin auf und kündigt den Fuggern den Vertrag über die Silberausbeute, muss dann aber feststellen, das Geld kommt nicht. Also beispielsweise der Herzog von Bayern, um wieder mal einen Schuldigen zu benennen, liefert überhaupt nichts ab. Und letztlich muss man dann wieder doch zu ihm zurückkehren. Das belegt genau diesen Punkt, ja, dass diese Verbindung zu diesen einzelnen kapitalkräftigen Kreditgebern unerlässlich war in dieser Situation, in dieser Phase der Modernisierung der frühen Neuzeit. Ja, und man muss immer bedenken, wenn es jemand interessiert, kann ich das dann gerne nachher zeigen, über ein paar so Diagramme mit. In Tirol, wo das also gut funktioniert, schon die Landesherrschaft, machen die Steuern 1% des Haushalts aus. Das heißt, daraus sehen Sie, damit kann man keine große Politik machen. Es geht also um die Hegemonie in Europa. Es ist ein dynastisches Europa, ein Europa der Könige, wie der Horowski so schön schreibt. Da ist halt Valois und Habsburg, ein bisschen Trastamara, also Spanien. Und dafür braucht man Geld. Und wenn man 1% der Einnahmen
aus den Tiroler Kammerrätbüchern sieht man das gut, ja, sind Steuern. Das heißt, mit dem Geld kann man nichts machen und der gemeine Pfennig, ja freilich, wozu hätten die Reichsstände denn bewilligen sollen? Also ich bin gern immer auf die andere Seite, weil man sagt, die Stände sind die Verhinderer. Was hätten sie denn davon gehabt? Die Reichsstände haben gefürchtet, wenn Maximilian sich durchsetzt und eine, gegen die Valois vielleicht in Italien sowas wie eine habsburgische Machterweiterung zusammenbringt, dann fürchteten sie der Macht aus dieser Wahlmonarchie, die sie ja seit Karl IV. Fixiert mit goldener Pulle ist, eine habsburgische Erbmonarchie. Und das wollten weder die Wittelsbacher noch die Sachsen noch Brandenburg, Hohenzollern, dass sie da plötzlich heruntergedrückt werden. Also Maximilian argumentierte natürlich immer, er vertrete die Angelegenheit des Reiches. Ja. Ja, aber wo trennt sich das Reich von den habsburgischen Interessen? Ja. Das ist Perspektive. Und ich würde auch sagen, dass es ein Anliegen, also das Anliegen der Reichsstände, der großen Reichsstände, ja, sehr nachvollziehbar ist, dass sie diese Politik nicht unterstützt haben. Wer waren die Reichsstände? Können Sie die genauer benennen? Was waren die? Die gerade von Herrn Holleger genannten großen Akteure, die Herzöge, die Kurfürsten allen voran, die weltlichen, die Sachsen, Brandenburg, Rheinpfalz, die bayerischen Herzöge sind wichtig und viele große Landesherren, die selber ihre Territorien als eine Art, jetzt will ich es in dicken Anführungszeichen setzen, Staaten begriffen haben und eigenständige Ziele auch verfolgten. Sicherlich mit dem Bewusstsein, Glieder des Reiches zu sein, das würde ich unbedingt unterstreichen wollen, weil sie sich auch an gemeinsamen Angelegenheiten des Reiches, an der Schaffung des Reichskammergerichtes beispielsweise, durchaus beteiligen. Also es ist nicht nur zentrifugal, man möchte nicht nur raus und sein eigener Herr sein, das würde ich nicht so stark machen, aber dass sie auch kein Interesse an einer, an der Entwicklung eines, nennen wir es wieder in Anführungszeichen, habsburgischen Absolutismus haben, das ist auch völlig klar. Und in dem Zusammenhang, es wurde angesprochen im Film, sind auch die sogenannten Handsalben, manche nennen das Bestechungsgeld, das ist völlig verkehrt, an die Fürsten, an die Kurfürsten zu werten, die da 1518 gezahlt wurden. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Geldzahlungen einfach auch eine Versicherung waren für die Fürsten, weil sie gleichzeitig die Handlungsfähigkeit des Kaisers und des künftigen Königs und Kaisers auch beschränkt haben. Und dann waren diese Gelder auch dazu da oder liefen auch in den Ausbau der einzelnen Territorien, also in die Infrastruktur. Ja. Aber wie kann man aus der heutigen Perspektive diese Verweigerung gegenüber dem gemeinen Pfennig wirklich verstehen? Das ist ja für uns heute etwas... Ach, Steuerverweigerung kann ich also sehr gut nachvollziehen, würde ich sagen. Aber es wäre eine Absicherung gewesen, nicht mehr in diese klassische Kriegsfinanzierung zu kommen, wie es vielleicht gewesen wäre, ja, das, mal provokant gefragt. Aber das interessiert ja die Stände nicht, wie der König den Krieg finanziert. Sie bewilligen es ja einmal und einmal kommen ja so um die 300.000 Gulden, manche zahlen überhaupt nicht. Ja. Da gehören wieder, ich muss es wieder sagen, die Wittelsbacher und zwar nicht nur die Bayerischen, sondern natürlich auch die Pfälzer. Deren Macht wird erst im Landshuter Erbfolgekrieg gebrochen. Mhm. Deswegen dieser Krieg, wo man also endgültig, denn das sind die großen Rivalen, angeführt von der Pfalz. Pfalz sind traditionell französische Parteigänger, auch deswegen, die haben ja alle eigene Interessen, die haben kein Interesse, die Habsburger groß werden zu lassen, nicht? Und sie lassen sich immer wieder kaufen, aber kaufen lässt sich damals jeder. Wie kommen Päpste an die Macht? Indem sie die Kardinäle bestechen. Es war ja da in dem Ausschnitt drinnen, den der Maximilians Kaiser-Papstwahl hätte auch. Vielleicht ist so es nicht ganz korrekt historisch. Ach, doch. Aber nein, wenn ich einen Vergleich wage und sage, im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat wird geklärt, wir stimmen eurem Gesetz zu, wenn wir die und die Gelder gezahlt bekommen, Transfergelder. Da spricht heute niemand von Bestechungsgeldern, aber im
Prinzip hat das Aspekte, die vergleichbar sind mit den Transferzahlungen, die bei der Wahl Karls des V. gezahlt wurden. Ja, aber da redet heute niemand davon, dass das im Grunde unsachgemäße und auch eine verfassungsmäßig bedenkliche Vermischung von Rechten ist. Ja, aber die Zeitgenossen sahen das schon so. Das war doch ein Lizidieren, ein Kuhhandel. Der französische König, wie viel zahlst du uns? Und dann wird der Maximilian, wie viel zahlst du uns? Und da sind die Summen hinaufgegangen. Die müssen ja zweimal zahlen, weil dann, wie stirbt Maximilian, dann gilt das alles nicht und braucht Karl noch einmal seine Wahl. Also für mich ist das schon ein Lizidieren und Ausnützen, und die Zeitgenossen sehen das ja so. Das finde ich wenig. Es ist ja so, dass dieses schlechte Beispiel macht ja Schule. Rund um Maximilian gibt es eine, wie das so schön heißt, Lauerbuben oder die spanische Gesandte spricht von so von Dieben. Die wollten alle, gleich wie der Herr, für alles Geld oder Pfründen. Sein berühmter, es tut mir leid, ich werde gleich ausgeaugt werden aus Augsburg, Lang, der berühmte Matthäus Lang, sein engster Berater, dann noch im Erzbischof von Salzburg, der hat natürlich ganz geschickt Pfründen angehäuft, Bistümer und Erzbistümer bis nach Spanien. Rein aus den spanischen Bistümern bezieht er an die 80.000 Gulden, eine unglaubliche Summe im Jahr. So haben die alle Politik gemacht. Und das ist für mich, es ist amoralisch. Das ist und die Zeit wird amoralisch. Also Lang oder noch schlimmer, Melchior von Meckau, geschenkt. Ich meine nur die Wahl oder die Vorbereitung der Wahl Karls des V. ist eine andere Ebene. Das ist Reichspolitik, darum geht es, dass man dem künftigen Habsburger, der über einen so enormen Machtbereich herrschen wird, so weit versucht zu zähmen, zu bändigen, dass er das Reich ungeschoren in seiner, in seiner Struktur, in seiner ständischen Struktur erhält. Und daran würde ich auch gar nicht unbedingt etwas Negatives sehen, dass sich das die Kurfürsten bezahlen lassen. Wenn sie schon einen derartig mächtigen Kaiser sich küren oder König erwählen, dann bitteschön soll er auch sagen, was ihm das wert ist. Ja, das aus der Perspektive der Reichsfürsten würden sie sich doch anschließen. Oder? Ja, aber da werden sie sich dann später gefragt haben, was haben wir nur mit dem gemacht? Warum haben wir den gewählt? Ja, da haben sie zu wenig verlangt. Ja. Also es ist dann schon, es ist ja so in der Auseinandersetzung, es schafft ja nicht einmal Karl mit seinen Mitteln, das Territorialfürstentum 1555, Augsburger Reichs- und Religionsfriede, da setzt sich das Territorialfürstentum im Reich durch. Das ist auch der Grund, warum in Deutschland der Föderalismus so stark ist. Das hat diese Wurzeln. Auch in Österreich ist es so, dass es den Habsburgern nie gelingt, die ganz auszuschalten. Übrigens die erste, die in Österreich es schafft, Steuern auf 10 Jahre im Voraus, das war Maximilians gemeiner Pfennigplan. Die erste, die das schafft, ist Maria Theresia mit den Dezernalrezessen. Das ist dann das Ende der Ständemacht, weil sobald sie das Geld im Vorhinein hergeben, kann man sagen, jetzt brauchen wir euch aber nicht mehr. Ja, das hatten die kapiert mit der Verweigerung des gemeinen Pfennigs. Aber ich würde das nicht als negativ sehen. Also gerade auch die Entwicklung hin zu einer föderativen Struktur, das wurde ja nun lange Jahrhunderte in der deutschen Geschichte als etwas Negatives gesehen, gerade im 19. Jahrhundert und wir sagen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hat man das dann auch die Schuld denen gegeben, die kaiserliche Macht eingeschränkt haben. Man muss aber sehen, dass das Reich, wie es dann nach 1648 dann doch weiter existierte, von diesem Reich an sich kein Krieg ausging. Von einigen fürchterlichen Psychopathen wie Friedrich dem sogenannten Großen, ja, das schon, aber nicht vom Reich als solchem. Und da, glaube ich, ist man in der Bewertung dieser spezifischen Reichsstruktur heute sehr viel optimistischer oder sehr viel positiver gestimmt. Ja, also ich sehe das ja auch so. Ich sehe diese Seite auch der österreichischen Stände, dem man ja auch lange vorgeworfen hat, ja, ihr versteht das nicht, sagt der Maximilian, das ist alles so nahe, ihr versteht das nicht, aber lasst mich nur machen, dann machen wir einen super Staat. Die können ja kein Interesse dran haben. Ist ja für uns heute auch eine Diskussion. Wie weit soll denn die Vertiefung Europas gehen? Wollen wir das?
Ich schon, aber viele nicht. Das kann ich aber verstehen, warum nicht. Und darum kann ja die Stände natürlich durchaus verstehen. Also ich bin auch der Letzte. Übrigens hat ja, das ist ja immer das Gleiche. Es ist ja in Brandenburg-Preußen, der Aufstieg Brandenburg-Preußens, übrigens auch am Rande, am Rand des Reiches, so wie die Habsburger, ist es im Nordosten des Reiches, der hat die ganz gleichen, Christopher Clark hat unlängst darauf hingewiesen, der hat die ganz gleichen Probleme mit seinen Ständen, denn wozu soll man das machen? Wozu brauchst du so große Gloria? Das ist also eine späte Sicht und natürlich, Sie haben recht, das 19. Jahrhundert sieht die so als, die haben das verhindert und ein starkes Reich. Und aber lassen Sie uns mal nochmal bewerten, wie der Verlauf der Geschichte ist. War es jetzt gut aus der heutigen Sicht für die Welt, dass es so damals sich entwickelt hat? Und wie ist auch das Verhalten von Maximilian und Jakob Fugger zu bewerten? War es gut oder böse aus der heutigen Bewertung und auch für das heute? Wir können uns nicht bewerten, denn die Stände waren rein defensiv. Reichsstände, Landstände. Reichsstände, das Reich, die großen Kurfürsten und Fürsten waren der Meinung, uns kann eh niemand angreifen. Wir brauchen Frankreich nicht angreifen. Sie schicken, wie Sie das Reichsregiment haben, 1500, 1502, Augsburger Reichsregiment, Nürnberger Reichsregiment, schicken Sie Gesandte, waren aber der Meinung, wir brauchen keine Offensivkriege führen. Sie sehen, das ist ja in der Geschichte immer so. Die Frage, muss man das? Mhm. Wenn man sich stark genug fühlt, und Sie fühlten sich stark genug, uns kann niemand angreifen, wir greifen auch niemand an. Maximilian hat die Idee, aber wenn Frankreich Italien besitzt, und die Mittelitaliens, dann wird es schlimm. Und denken Sie an heutige Diskussionen. Was glauben wir über Putin und Russland? Was glauben wir über China? Das sind so Hegemonievorstellungen. Ja. Aber bei Maximilian und noch mehr dann bei Karl, auch mit noch etwas mehr Gründen, ist so die Vorstellung da, man ist als Kaiser mit vielen Kronen in der beste Anwärter auf die Universalmacht. Ja. Ja, man kann sich eigentlich das sehr schwer vorstellen, dass es mehrere gleichberechtigte Mächte nebeneinander gibt. Ganz parallel dazu im Übrigen die konfessionelle Problematik. Man kann sich das jahrzehntelang, vielleicht jahrhundertelang nicht vorstellen, dass es mehrere gleichberechtigte, von ihrem Wahrheitsanspruch her absolute Religionen nebeneinander geben könnte. Das dauert eine lange Zeit, bis sich hier dieser Gedanke durchsetzt und vielleicht ist er 1648 ein erstes Mal da, aber das ist noch nicht das Ende für diese hegemonialen Vorstellungen. Dann frage ich mal anders, was wäre passiert, wenn der gemeine Pfennig damals wirklich gekommen wäre? Hätten wir heute eine andere Welt? Nein. Nein. Maximilian hätte möglicherweise früher seinen Romzug, sein Romzug wäre nicht so kläglich gescheitert, 96, wenn er die Mittel gehabt hätte, nicht? Also die Innsbrucker verweigern dann die Finanzierung, die Kammer ist mit 300.000 Gulden überschuldet, er verflucht sie, hätte er die Mittel, hätte er sich wahrscheinlich durchgesetzt, aber was wäre denn die Folge gewesen? Frankreich hätte nicht zugeschaut und wenn er noch Unteritalien gegriffen hätte, hätte Trastamara, also Spanien reagiert, denn in Neapel herrscht eine Nebenlinie der Trastamara. Das ist ja immer so. Die hätten ja nicht gesagt, okay, dann ist er heute in Italien und jetzt hat er Italien, sondern sie hätten wieder angegriffen, als eine Kette von Kriegen. So wie die europäische Geschichte ja ist, Sie müssen sich vorstellen, seit 1500 bis 1945 ist in Europa jede 10 Jahre ein großer Krieg. Also die kleinen Scharmützel zähle ich nicht mit. Alle 10 Jahre. Ich würde Ihnen aber widersprechen, ich glaube, die Entwicklung hätte anders stattgefunden, weil die Durchsetzung des gemeinen Pfennigs sich verstetigt hätte, weil das ein Anspruch geworden wäre, der die Macht der Stände zurückgedrängt hätte, der die Entwicklung des Reiches stärker zentralisiert hätte, also eher im Sinne Frankreichs als das, was wir dann tatsächlich haben, mit anderen Folgen für die deutsche Geschichte, für die europäische Geschichte damit auch. Wenn wir uns anschauen, der Reichstag ist relativ spendabel, nennen wir es so, bei Anliegen wie der Abwehr der Türken.
Diese Türkenkriegsreichstage, die bringen im 16. Jahrhundert immer eine sehr hohe Zahlungsmoral hervor. Und das ist ein Hinweis darauf, wie viel Finanzkraft tatsächlich abzuschöpfen gewesen wäre und welche Möglichkeiten damit bestanden hätten. Nicht, dass ich das irgendwie positiv oder negativ bewerte, aber die Entwicklung des Reiches hätte eine sehr viel stärker zentralistische genommen. Aber ich glaube zum Beispiel, die wirtschaftliche, die wissenschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet des Alten Reiches wäre ganz anders verlaufen. Es war sehr wichtig, dass es keine einzige zentrale Residenz mit einer Hochschule gibt und wo alle normiert werden, sondern dass in Europa, auch im Reichsgebiet, es ganz verschiedene Zentren gab, wo sich Geist entfalten kann. Das ist also eine Bewertung, da würde ich Ihnen auch... Und insofern, weil man denkt, der Zentralstaat ist immer so eine Frage, ja. Nicht? Und Napoleon, ja. Da würde ich da mit Napoleon kontern, ja. Napoleon hat ganz Europa erobert. Was war die Folge? Hat man sich dann zurückgelehnt und gesagt, okay, jetzt hat er gewonnen, jetzt hat er alle erobert, überall hat er seine Leute eingesetzt und Könige gemacht. Nein, sondern sie haben so lang immer wieder angefangen, Kriege gegen ihn zu führen, Schlachten, bis sie ihn besiegt hatten. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Da kann man nur so mächtig sein. Also drum, und ich glaube, je autokratischer, zentralistischer Staaten sind, desto gefährlicher sind sie. Gebe ich Ihnen absolut recht. Ich würde auch meinen, dass das ein großes Problem ist, dass das in unseren Köpfen noch ganz stark verankert ist, dass die deutsche Geschichte irgendwie eine defizitäre Geschichte ist, weil sie es nicht fertiggebracht hat, einen Ludwig den 14. hervorzubringen beispielsweise. Und dass diese Vorstellung einmal verknüpft ist mit einer Ausblendung der kriegerischen Natur dieser zentralistischen Staaten, das ist der eine Punkt, und der kulturellen Vielfalt, die in der Fläche entstanden ist. Wenn man heute gelegentlich Kommentare liest über die Unterschiedlichkeit der Schulen in den Bundesländern, da wird meistens von der Presse das Bild des Flickenteppichs aufgenommen. Als ob ein Flickenteppich was Schlechtes wäre. Ja? Als ob die Vielfalt, die wir gerade im deutschen Südwesten haben, etwas Schlechtes wäre. Das ist doch etwas, worauf man, worauf man auch stolz sein kann. Ich denke an eine Karte, die im Brockhaus, im letzten Brockhaus verwendet wird, die den Zustand des Reiches 1648 charakterisiert. Und das ist eine ganz signifikante Geschichte. Der ältere Brockhaus hatte eine Karte drin und die Legende dazu, das Reich zerfällt, also nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, zerfällt in über 300 Einzelstaaten. Und der neueste Brockhaus hat diese Umwertung vollzogen, glücklicherweise, wie ich finde, da steht drin, das Reich eint über 300 Stände. Also der positive Blickwinkel ist dann da einbezogen. Und das kommt, glaube ich, unserer Wirklichkeit und unserer Tradition eher entgegen. Okay, zurück aber zu der Frage, der wir uns ja heute hier noch stellen wollen. Macht und Geld eine unheilige Allianz? Dann schauen wir uns erstmal an, in welchem Spannungsfeld moralisch und ethischer Natur die beiden damals lagen und sich befanden. Maximilian lag viel daran, sich ein positives Gedächtnis in der Nachwelt zu sichern. Unter den Zeitgenossen wurde dennoch Kritik am Kaiser laut. Der Augsburger Kaufmann Lukas Rehm nannte die Zahl von etwa 500.000 Menschen, die durch die Kriege des Habsburgers ihr Leben gelassen hätten. Und Maximilian selbst, so wird berichtet, habe kurz vor seinem Tod die Sorge geäußert, mit seinen 27 Kriegen und Feldzügen mehr dem Teufel als dem lieben Gott gedient zu haben. Der Wunsch also, mit gottgefälligen Werken die erwartete Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, und zugleich im Gedenken der Menschen, in der Memoria, gegenwärtig zu bleiben, drängte Maximilian auch zuletzt zu riesenhaften Plänen. In seinem am Jahresende 1518 diktierten Testament verfügte er, zwei Kirchen in Wien und Innsbruck zu bauen und umfangreiche Stiftungen als Armenspitäler von Antwerpen bis Slowenien auszustatten.
Abgesehen von der Hofkirche in Innsbruck wurde freilich nichts von alledem verwirklicht. Denn der Kaiser hatte keine Mittel dafür hinterlassen, stattdessen aber jede Menge Schulden. Auch diejenigen, die Maximilian zu Lebzeiten hohe Kredite eingeräumt hatten, traf die Kritik der Zeitgenossen, allen voran die Fugger als Hauptgläubiger des Habsburgers. So verurteilten die Tiroler Landstände die Abmachungen Maximilians mit den Fuggern als Wucherverträge. Denn deren Privilegierung im Silber- und Kupferhandel, so meinten sie, falle für das Land teurer aus als gewöhnlich verzinste Darlehen. Überhaupt der Zins. Auch wenn die Vorbehalte einiger Theologen gegen moderate Zinsen schwanden, die in der Praxis ohnehin längst etabliert waren, verurteilte doch der wortmächtige Martin Luther jegliches Zinsnehmen und überhaupt das kaufmännische Gewinnstreben ganz allgemein als Wucher. Hohe Wellen schlugen zudem die ökonomischen Konzentrationsprozesse der Zeit. Von den sogenannten Monopolen fühlten sich gerade viele kleinere Unternehmer in den Ruin getrieben. Denn durch Alleinverkaufsrechte und Preisvereinbarungen wurden oft große Firmen wie die Fugger privilegiert. Den Kritikern war aber nicht unbedingt bewusst, dass viele Innovationen nur mit immer größerem Kapitaleinsatz zu tätigen waren. Und wie stand es deswegen um Jakob Fuggers Gewissen? Dass er Zweifel an der moralischen Legitimität seiner Geschäfte oder generell seiner Kaufmannsexistenz gehabt hätte, ist nicht belegt. Im Gegenteil, reich geworden sei er von Gottes Gnaden und geschadet habe er dabei niemandem, so äußerte er selbstbewusst. Wieso verwirklichte er dann, im Gegensatz zu Maximilian auch tatsächlich, seine Stiftungsprojekte? Ein Augsburger Chronist sagte damals über seine Zeitgenossen, jedermann wolle gen Himmel. Daran war natürlich auch Jakob Fugger gelegen. Aber darüber hinaus ging es ihm um die Memoria. Er wollte auch nach seinem Tod im Gedenken und Gedächtnis der Menschen bleiben. Auch im Interesse seiner ihn überlebenden Familie. Mensch, für Sie dein Haus, denn du wirst sterben. So spricht der heilige Prophet Jesaja. Die Bartkuren, das gesattene Wasser mit Honig und Beeren, das Steinbier und auch das gesundene indianische Holz, so uns Jakob Fugger besorgt, werden nicht verhindern, was die furchterregende Sonnenfinsternis vorhergesagt hat. Einem jeglichen Menschen, der dazu geschickt ist, und sonderlich demjenigen, der keinen Erben hat, ist von Gott, dem Allmächtigen, das Recht verliehen, seinen letzten Willen, wie sich gebührt, ganz frei und ohne Verhinderung zu machen. So schreibt die Zeit, so einem Menschen natürlich zu leben, von Gott bestimmt ist, haben wir erreicht. Darauf ergeben wir uns dem Allmächtigen und bitten, seine göttliche Gnade wolle uns als einen frommen Christenmenschen erkennen. Wenn aber der Mensch nichts Köstlicheres und Höheres hat als seine arme Seele, deren Heil als das Ewige allen anderen zergänglichen Dingen vorzuziehen ist, so bezeug ich hiermit in göttlicher Liebe und wahrem christlichen Glauben zu sterben. Wo uns der allmächtige Gott aus dieser Welt erfordert, so soll man uns gleich einen Lendenschurz anziehen, die
Haare soll man uns abschneiden und die Zähne ausbrechen und diese alsdann auf dem Friedhof verbrennen. Der Körper soll gegeißelt und alsdann in einem dreifachen Sack in den Sarg gelegt werden. So soll unser Leib allen so kommen, öffentlich gezeigt und alsdann in der Sankt-Jürgen-Kirche zur Neustadt bestattet werden. Wenn ich von dieser Welt abgestorben bin, so soll mein Leib hier zu Augsburg in oder unter unsere der Fugger Kapelle zu meinen lieben Brüdern Ulrich und Jörg, den Fuggern Seligen, begraben und zu der Erden bestattet werden. Es soll auch ferner mit meinem Begräbnis, dem Messlesen, Almosen geben, Jahrtagen und anderen Dingen gehalten werden, wie meine drei Vetter Raimund, Anton und Hieronymus für gut ansehen werden. Es ist unsere Meinung, dass zu Antdorf in der Stadt ein Spital erbaut werden und aufgerichtet werden soll. Weiter ist unser Wille und Meinung, dass in unseren erblichen Fürstentümern und Landen noch 7 Spital, auch in Augsburg das 8., aufgerichtet und gebaut werden. Und damit die armen Leute darin unterhalten werden mögen. Über das habe ich zur stetigen Unterhaltung jetziger und künftiger Häuser im Kappenzipfel eine Ordnung und Stiftung aufgerichtet. Demnach ist mein Will und Meinung, dass alsdann dieselben Stiftungen und Ordnungen dazu auch meine Prädikatur zu St. Moritz nach Laut der Stiftbrief und Bullen gänzlich und allerdings unverhindert stracks vollzogen und gehalten werden. Wir ordnen an und wollen auch, dass in jedem Spital ein Bild von unserer Person und unserem Angesicht und Konterfei gegossen wird. Mit einer Kerze in der Hand, die ein ewiges Licht sein soll. Und das allzeit nach dem Hochamt, wenn das Evangelium gesungen, dazu das Licht angezündet wird. Gott zum Lob, dem heiligen Ritter St. Jürgen zu Ehren und uns zu seligem Gedächtnis. Denn wer sich im seinem Leben kein Gedächtnis schafft, der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis. Und desselben Menschen wird nach dem Glockenton vergessen. Und deshalb wird das Geld, so ich auf das Gedächtnis ausgebe, nicht verloren sein. Ich weiß nicht, was daraus werden will. Ja, wie handelten die beiden? War es grenzenlos? War es religiös motiviert? Was war das, was sie rückblickend eigentlich, das, woran die Zeitgenossen sich gestoßen haben? Waren es die Kriege Maximilians, wie im Film gezeigt? War es die Finanzierung und der Macht durch die Kaufleute? Was war das Spannungsfeld? Es war natürlich beides. Es waren die Kriege Maximilians und es waren die Kaufleute. Es ist ja keine Sonderentwicklung im Reich. Es ist in Frankreich geht die Gemeinwohldebatte, das Bonum Commune, schon viel früher los. Die Lyonnaiser Bankhäuser arbeiten schon sehr viel früher. Das heißt, diese Debatte, was ist das Gemeinwohl, mit der hat Maximilian überhaupt nichts, um das ein bisschen flachsig auszudrücken, auf dem Hut. Friedrich III. Schon, wir haben einige Quellen, eigentlich viele Quellen, wo Friedrich III. Mit dem Gemeinwohl argumentiert.
während das für Maximilian keine Rolle spielt. Und diese Gemeinwohlverletzung wirft man natürlich auch den großen Handelsgesellschaften vor. Also das tut Luther, denen muss man einen Zaum ins Maul legen, das tun dann die Bauernparlamente, immer mit dem Gleichen. Und das tun auch die Stände, auch die Reichsstände sehen darin eine Verletzung des Gemeinwohls. Und das ist natürlich das, was Maximilian, er sieht es eben anders, nicht? Er argumentiert aus seiner dynastischen Sicht und das ist das, was mir an seiner Person am wenigsten gefällt, ist dieses starke, auf seine Person fokussierte, seinen Ruhm, seine Ehre. Aber gleichzeitig ist es auch eine Tendenz, die ins 16., 17., ja, bis ins 18. Jahrhundert dann hineinweist, weil dieses Gemeinwohl, also die Vorstellung, die man dann im ausgehenden 18. Jahrhundert bei Adam Smith hat, dass, dass im Grunde, dass, wenn jeder seinen Eigennutz versucht zu verfolgen, dann ist das auch fürs Gemeinwohl das Beste. Diese ersten Ansätze dazu finden wir ja gerade am Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland bei Peutinger, dann bei Fronsberger oder so, wo dann das Lob des Eigennutzes gesungen wird. Und später dann in der Bienenfabel, wenn jede Biene ihren Eigennutz verfolgt, dann geht es auch dem Bienenvolk gut. Man muss das nicht negativ getönt sehen. Es ist eine Entwicklung, die in die Zukunft schlichtweg verweist und die aber auch unterschiedliche Parteigänge hat. Also von den Fürsten wird sie nicht grundsätzlich abgelehnt. Diejenigen, die selber an dem boomenden Feld Montanwesen partizipieren, die sehen durchaus, dass die Möglichkeiten, hier Kapital zu schöpfen, ganz andere sind. Diejenigen, die in dieser Zeit betroffen sind von den inflationären Prozessen der Geldentwertung, die rufen natürlich, dass die Wucherer schuld daran seien, dass der Fürkauf schuld ist. Aber faktisch steckt ja dahinter auch eine mangelnde Einsicht in die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und Verhältnisse, dass man den schwarzen Peter bei solchen Unternehmern oder kapitalkräftigen Firmen wie den Fuggern sucht. Naja, also wenn man jetzt unter wer ist damals das Volk? 80% damals leben auf dem Land. Und die sind natürlich von verschiedenen Dingen massiv betroffen. Also ich kenne es fürs Reich weniger gut, aber für die österreichischen Länder. Und sie empfinden das so. Fuckerei wird ein Schimpfwort und sie meinen was ganz Bestimmtes damit. Nämlich dieses Gewinne machen, dieses Monopole bilden, diesen berühmten Fürkauf, der ihre, Sie sehen ja dann auch bei uns, ich kann es nur für, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, mit diesen frühen Bauernparlamenten, Heilbronner Bauernparlament 1525, die sehen das natürlich so. Die haben die Idee, heute eine aktuelle Idee, man muss die Kapitaleinlagen, also das Startkapital von diesen großen Handels- und Bankhäusern mit 10.000 Gulden beschränken. Das ist natürlich ein bisschen naiv, also wie sollten die mit 10.000 Gulden, das ist wie heute, und wie sollen die dann mitkommen im internationalen Geschäft? Man muss die Jahresverdienstsumme beschränken. Da sind aber auch die kleinen Landstädte dabei in diesen sogenannten Bauernparlamenten. Man sieht also, dass auch die Handwerker etc. schwer unter Druck waren. Dass ein gewisses Ding, Sie wissen, die Rendite aus Arbeit liegt bei 1, irgendwas Prozent in der Zeit und die Rendite aus Kapital bei 8-9% Minimum. Das sehen die Leute, sie sehen die Preissteigerungen. Ob das immer so, man sieht schon an den bei uns in der Steiermark, der Windische, der Greiner Bauernaufstand, da geht es ums Dara Pravda, das heißt das alte Recht. Und die sehen in diesen Dingen eine Veränderung des Gefährdung des genossenschaftlichen Prinzips. Also so sehen sie das, aber ich würde sagen, da ist zu trennen die subjektive Sicht der Bauern und die objektiven Verhältnisse. Hier jedenfalls im Hauptaufstandsgebiet des Bauernkrieges ist es auch so, dass über bereits lange Zeit die Erträge, die Grundrenten
kapitalisiert sind oder fiskalisiert sind, in Geldwerten angesetzt sind und das heißt, sich nicht verändern und sich in inflationären Prozessen nicht erhöhen, die Nutznießer der bäuerlichen Renten, Adel und Klöster, erleiden also real gesehen einen Einkommensverlust und versuchen, das zu kompensieren, indem sie ihre Untertanen in neuartige oder bisher nicht übliche Verhältnisse zwingen, in die neuere Leibeigenschaft und solche Dinge. Aber faktisch liegt hinter dieser Entwicklung erst einmal ein realer Einkommen ist ja kein gutes Wort dafür, aber ein Zuwachs an Mitteln und Möglichkeiten für die Bauern. Und Luther ist im Film ja genannt worden, er stammt ja aus einer Bergmanns- oder Bergwerksunternehmerfamilie, also kleine Gewerke, die nicht so kapitalintensiv wirtschaften können und die zunehmend unter Druck geraten und verdrängt werden von den Großen. Nun muss man sich auch vorstellen, im Schwarzer Bergbau, ja, da waren die am besten bezahlten Knechte, waren die Wasserknechte, die das Bergwerk vor dem Absaufen bewahrt haben. 600 Mann sind da im Einsatz gewesen, zunächst einmal haben Kübel für Kübel herausgeschöpft, bis man sich eine teure Maschine dafür leisten konnte. Aber das mussten Unternehmer tun, die entsprechend viel Kapital mitbrachten. Sonst würde man heute noch Wasser schöpfen. Ja? Und insofern ist es richtig, was Sie sagen, die Vorstellung, das Eigentum dann auf das Kapital auf 10.000 Gulden zu beschränken, das ist naiv. Also wer das für gerecht hält, soll es ausprobieren. Aber die Entwicklung, die wir gesehen haben oder die begonnen haben, im 16. Jahrhundert, die wären ohne diese Kapitalakkumulation so nicht möglich gewesen. Sicher richtig, aber was wir heute haben, wir haben im Vorfeld geredet, ne, den berühmten Kevin Kühnert, diese Dinge kommen aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf. Naja, aber da muss man sich fragen, warum kommen sie aus dem Bauch? Was ist das? Nicht? Klar, darum sage ich ja, also mit dieser Beschränkung der deutschen Handels- und Bankhäuser wäre natürlich wenig erreicht worden, das ist mir schon klar und Sie haben auch recht. Darum probieren ja manchmal in Österreich, in den Erbländern, der Adel probiert diese Geldzinse wieder rückzuumwandeln in Nationalzinse, weil das natürlich inzwischen für die Bauern fein war. Ein großes Moment natürlich auch, dass die Bauern sich dagegen wehren. Also wir tun da nichts. Jetzt, wo es wieder günstig wäre, wenn ihr wieder Naturalzinse kriegt, wir bleiben bei den Geldzinsen. Ja. Die Robotsteigerungen, ja, das stimmt schon alles. Und inwieweit die Bauern, aber ich meine nur, interessant in der Geschichte für mich immer, wie sich sowas ausbreitet. Hängt damit sicher in der Zeit Medienrevolution, Buchdruck, Flugblätter, hängt auch damit zusammen, wenn Sie denken, im Zuge dieser Bauernkriege, wie diese Flugblätter auftauchen und wie es verbreitet wird. Wenn Sie gerade bei den Flugblättern bleiben, und eine gewisse holzschnittartige Verkürzung und Verknappung, holzschnittartig, hätte man früher gesagt, heute vielleicht auch populistisch, ich weiß es nicht, aber jedenfalls Begriffe wie zum Beispiel Wucher, das zeigt ja auch schon, dass man begrifflich mit diesen Problemen einer expandierenden Kapitalwirtschaft überhaupt nicht zurechtkommt. Der Begriff Zins in dem Sinne ist nicht geläufig. Es wird Wucher für jede Art von Zins verwendet. Mhm. Und zwar sowohl für den Konsumkredit als auch für den Investitionskredit. Aber das ist ein Unterschied, ob ich jemandem, der in Not ist, Geld zahle, damit er über die nächste Woche kommt. Mhm. Oder ob ich ein Schiff ausstatte, um es über die Weltmeere zu schicken, in der Hoffnung, dass es mit noch viel mehr zurückkommt. Da ist natürlich das ein Investitionskredit. Oder ob ich eine Maschine in ein Bergwerk hineinstelle. Und die Möglichkeit, das begrifflich zu unterscheiden, die entwickelt sich erst. Oder auch beim Fürkauf, der ja auch genannt wird, das ist ja nicht nur ein Hamstern, um möglichst eine Verknappung künstlich herzustellen und dann die Waren teuer zu verkaufen, sondern das betrifft ja die Kritik betrifft ja jegliche Form von spekulativem Geschäft. Und jeder Kaufmann ist doch daran interessiert, dass er die Waren billiger einkauft als verkauft. Wenn er das nicht sein sollte, dann gibt es ihn sehr schnell nicht mehr. Ja, also da entwickeln sich im Grunde erst die
die Maßstäbe dafür. Ja, und man versteht es nicht. Das ist ja auch was, was man in der Geschichte so häufig sieht, der von Ihnen genannte Melchior von Meckau. Man hat sich nicht vorstellen können, wie kann jemand so schnell so reich werden? Also muss er ein Alchemist sein. Ja. Und angeblich hat man dann in seiner Hinterlassenschaft, in seinem Ding, Bon Consigli, hat man einen Alchemistenofen gefunden. Man konnte sich bei uns, Dietrichstein ist so ein Aufsteiger, also 1507 brennt dort ein Stadel quasi vereinfacht und es bringt diese Familie Dietrichstein fast an den Rand des Ruins und plötzlich 1515 ist ein Landeshauptmann der Steiermark reich und da schreiben dann die ja wie könnte das gegangen sein, er ist von einem Pferd zu 14 gekommen und ein großer Herr geworden, obwohl er klein war von Gestalt, also man hat es nicht verstanden. Aber das sind alle Zeiten. Ja. Und wenn die Vereinfacher kommen, da haben Sie recht, dann ist das schlimm. Ja, und es ist auch, wenn ich das nur kurz sagen darf, ein Zeitfenster, das für den Aufstieg, für den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg günstig ist, ja. In dem wir uns hier befinden. Und das Problem ist, und manche scheinen das heute noch im 21. Jahrhundert so zu glauben, als gäbe es also diese Vorstellung der Summenkonstanz. Es gibt einen Kuchen und den kann ich nur einmal verteilen. Und wenn Sie ein größeres Stück bekommen, dann bekomme ich ein kleineres. Und deswegen bin ich gegen die großen Stücke. Aber dass sozusagen das Wachstum auch über den Kuchen hinausgehen kann und dass jeder sozusagen größere Stücke bekommen kann, diese Vorstellung, die entsteht ja erst auch mit dem ökonomischen Denken der nachfolgenden Jahrhunderte. Aber wäre dann heute eine Gesellschaft ohne die Verquickung von Macht und Geld vorstellbar? Wie könnte das, ist das... Etwas, Sie haben es eben gesagt, Bauch und Kopf. Und zurück zur Ursprungsfrage, Macht und Geld, ist es eine unheilige Allianz? Ja, also für mich weitgehend, obwohl ich natürlich nicht, es kommt immer darauf an, wofür man Macht einsetzt und wofür man Geld einsetzt, nicht? Also, aber wenn ich denke, dass also 2017 oder 2018, helfen Sie mir, sind die weltweiten Rüstungsausgaben auf 1,8 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist Macht und Geld in einer Verquickung, so wie ich mir das nicht vorstelle, und das ist unheilig. Um bei dem Begriff zu bleiben. Auf der anderen Seite ist ihm natürlich recht. Unternehmer, Ehrgeizige, diese Zeit, diese Renaissance ist voller ehrgeiziger Künstler, Herrscher, auch Aufsteiger. Ehrgeiz ist ja was Wichtiges. Wie treibt man denn Gesellschaften? Was ist der Kapitalismus? Worauf beruht er? Nicht nur Schumpeter, Grazer Professor. Kapitalismus ist Chaos und irgendjemand in diesem Chaos muss gestalten wollen. Und jetzt ist eben die Frage, wie? Wenn aber sich die Macht und Geld, wie soll man das kontrollieren? Also ich glaube, also es ist für mich in der Geschichte auch der Neuzeit und Zeitgeschichte nie eine besonders glückliche Kombination. Also Macht, Geld meine ich dann auch später, was weiß ich, Schwerindustrie und so weiter. Das ist ja das in der Europäischen Union, die Gründung, dieses Auseinandernehmen, indem man die Kohle und Stahl, dass also Deutschland, Frankreich sich zusammensetzen, das neutralisieren, dieses Gefährliche. Was hat der Ding geschrieben? Erster Weltkrieg, die Schlafwandler. Da ist man mit Macht und Geld schlafwandlerisch in ein erstes Desaster geschlüpft. Und wenn dann Geld dazu benutzt wird, dass ganz bestimmte politische Richtungen finanziert werden, dann ist es immer eine unheilige Allianz. Ja, also andererseits muss man sagen, also ich gebe Ihnen recht, und wenn man gerade auf oligarchische Systeme blickt, da wird das sehr, sehr offensichtlich, wie das entartet. Wenn aber Geld nicht vorhanden ist, bewahrt das nicht vor den negativen Folgen der Macht. Auch das stellen wir fest. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben sicherlich alle noch das Bedürfnis, weiter über dieses Thema zu reden, was vor 500 Jahren genauso aktuell war wie heute. Ein unerschöpfliches Thema. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Dr. Holleger, für Ihre Anmerkungen, Ihre Gedanken, Herr Professor Schiersner, für Ihre Ausführungen
Und nun lade ich Sie alle ganz herzlich ein zu dem Get-Together, was wir im Anschluss noch haben. Aufgrund des doch etwas aprilartigen Wetters müssen wir es hier drin machen. Letztes Jahr waren wir wunderschön im Turnierhof. Darauf haben wir dieses Mal leider zwar gehofft und gesetzt, aber konnten es nicht in die Tat sozusagen umsetzen. Wir werden jetzt hier schnell improvisieren. Aber bevor wir zum Get-Together kommen, möchte ich noch einen kurzen Dank aussprechen an das Team, das das hier alles möglich macht. Heimspiel für all die ganze professionelle technische Unterstützung und Pauline Strauch und Sabine Darius und alle, die drumherum für die Organisation geholfen haben und der Fürstfugger Privatbank, die uns jetzt zu dem Catering einlädt. Und insofern bleibt es mir hier, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und ich freue mich, wenn wir am 12. September beim nächsten Fuggerforum sind, dann im Maximilian-Museum und dort werden wir uns dann hoffentlich alle wiedersehen. Noch einen schönen Abend. Danke, das war mir großes Vergnügen, ja, hat gut gepasst.